Mehr als 40 Mal pro Tag wird in Österreich eingebrochen. In Sekunden werden Wohnungstüren geknackt und Häuser ausgeräumt. Blitzschnell stehlen Diebe Wertgegenstände und persönliches Hab und Gut. Auf der Suche nach Beute durchwühlen Täter Schränke und Schubladen. Der materielle Verlust ist das eine, fast noch schlimmer aber ist die Angst und die plötzliche Unsicherheit in den eigenen vier Wänden. Also seit dem Einbruch habe ich schon Angst. Ich hatte vorher eigentlich keine Angst. Aber man wird viel vorsichtiger, wenn man weiß, es war einer im Haus und wir waren nicht da und im Nachhinein kommst du eigentlich erst drauf, dass es ein Einbruch eigentlich war. Wir haben also die erste Nacht sicherlich nicht geschlafen und in der Folge dann ein paar Wochen lang bei jedem Geräusch aufgewacht, bis wir halt dann schlussendlich doch eine Alarmanlage installiert haben. Aber es war zumindest sehr, sehr unheimlich und man hat das Sicherheitsgefühl im eigenen Haus, also so unter dem Motto My Home is my Castle, völlig verloren. Nicht länger als 15 Sekunden benötigt ein professioneller Einbrecher, um durch ein ungesichertes Fenster oder eine Terrassentür einzudringen. Nur selten gehen die Diebe dabei besonders brutal vor. Im Gegenteil, geschickt und meist ohne viel Aufsehen zu erregen, verschaffen sie sich Zutritt zum Objekt. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen machen es den Dieben viel zu einfach. Ja. Hallo, nicht erschrecken bitte. Wir machen eine Umfrage zum Thema Einbrüche und wir haben gesehen, Sie haben keine Sicherheitstüre. Machen Sie sich gar keine Sorgen, dass bei Ihnen eingebrochen wird? Nein, eigentlich nicht. Probiert haben Sie es schon mal, aber ich mache mir keine Sorgen. Und haben Sie vor, in Zukunft eine Sicherheitstüre einbauen zu lassen oder andere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen? Nein, eigentlich nicht. Was sollte mir passieren? Trotz der hohen Einbruchszahlen sind sich viele Bewohner der möglichen Sicherheitsrisiken nicht immer bewusst und machen es den Dieben zu einfach. In Vorarlberg bricht man nicht ein. Nein, eigentlich nicht, nein. Wir fühlen uns sicher. Nein, bei mir in der Wohnung nicht. Das heißt, Sie fühlen sich sicher? Ich fühle mich sicher, ja. Haben Sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen? Nein, habe ich eigentlich nicht, aber trotzdem. Also dort, wo ich wohne, habe ich eigentlich nicht das Gefühl, dass dort eingebrochen wird. Also wir wohnen in einer sehr sicheren Umgebung und da war es nicht notwendig, uns da irgendwie jetzt umzuschauen oder was zu kaufen, einzurichten, weil es bis jetzt noch nicht notwendig war und ich hoffe, das bleibt so. Wir haben gesehen, Sie haben keine Sicherheitstüre. Machen Sie sich Sorgen, dass bei Ihnen einmal eingebrochen wird? Ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Was sagst du? Also wenn ich alleine wäre mit Kindern, hätte ich schon Angst. Aber wenn mein Mann da ist, dann habe ich nicht das Gefühl von Angst. Also denke ich nicht daran, dass eingebrochen wird. Wo glauben Sie, sucht der Einbrecher als erstes? Ich nehme an, als erstes in jeder Lade. Im Schreibtisch, im Nachkastel, im Kleiderschrank. Kopfkisten. ja, Schränke. Unterhalb oder was weiß ich, solche Sachen. Oder vielleicht Teppich unten, Ecken. Ja, unter der Matratze oder im Kopfpolster oder so, ne? In die Kästen, wo sonst? Hinter Bilder? In der Wohnung schon gar nicht. Wer sucht, findet. Ich glaube, da gibt es wirklich keinen sicheren Ort, in dem Sinn gibt es nicht. Weil wenn einer was suchen will und was finden will, das findet er. Da zerstört er die Wohnung komplett. Am Leben soll es mich lassen. Und wenn es was ist, am Leben soll es mich lassen. So soll es nehmen, wenn sie wollen. Mehr? Was soll man mehr sagen? Ein Großteil der Täter sind Spontantäter. Daher kann man sich durch richtiges Verhalten gut gegen Einbruch schützen. Bauliche und technische Maßnahmen, die viel Lärm verursachen und lange Zeit brauchen, um geknackt zu werden, sind besonders effizient. Geprüfte Sicherheitstüren, eingemauerte Fenstergitter und einbruchshemmende Fensterbeschläge sind schwer zu knacken und ein sicherer und wirksamer Schutz.